So. 5 PS Blix. IC heißt Industrie und kommerziell. Also die hochwertige Industrieversion ist das. Da stehen noch gusseiserne Buchsen. Also vom Zylinder. Das ist besser wie Alu. Und bei der Kurbel werden ein Kugellager drauf. Und keine Alu-Gleitlager, das sind also nur ein paar Beispiele. Die laufen vibrationsarmer, habe ich das Gefühl, wie die normalen. Und auch leiser. Genau so schaut er aus. Alles, was rot ist, ist Originalfarbe. Den Auspuff habe ich lackiert neu. Den Tank und ein Luftfiltergehäuse ist auch neu lackiert. Luftfilter-Einsatz selber, der ist so gut wie neu. Die Zündspule ist so gut wie neu. Genau, es gibt sonst noch zum sagen, ja genau, Vergaser ist ausgeputzt. Komplett, Membran hinten ist neu, die Dichtung ist neu. Die ganzen beweglichen Glatteile, alle sauber gemacht, Vergaser neu eingestellt. Und das sind noch die Riegelplatten, die zweite, kann man im Bassenzug einhängen. Und da kann man alles mit der Hand regeln, bei den Schieber. Genau, jetzt schmeiß ich ihn schon an. Man sägt einigermaßen. Das Ganze. Genau, also. Das ist der Schock. Der ist für, also, da ist der Schock drin. Für den Kaltstart. Da ist Vollgas. Da ist aus. Da ungefähr Standgas. Und der Rest ist dazwischen. Da nehmen wir ungefähr her. Die marschieren da auf dem Gestell komplett durch den Garten umeinander und der bleibt da vorne steil stehen. Also das ist die Industriequalität einfach. Total leise ist der eigentlich auch. Eigentlich auch nicht da. Also, ich denke mal, der ist in ziemlich guten Zustand. Genau, den Zylinderkopf habe ich auch hier unten gehabt. Die Laufbuchsen, die sind super beieinander. Und ist eigentlich auch nicht richtig viel Ruß gewesen. Also, ich denke, der ist auch noch fast nichts gelaufen. Das Raucher, wo man da zeigt, das ist noch der Lack vom Auspuff, der kehrt noch ein bisschen einbrennt. Und ich denke, also noch eine Viertelstunde laufen, oder was ist das dann auch vorbei? Und wenn sich das richtig alles schön einbrennt hat, dann hebt er auch wieder. Aber ja genau, ab und zu haben wir ganz kleine Fehlzündungen, aber die stören eigentlich auch nicht. Kompression ist auch super, also von dem her. Der darf halt schon noch einige Jahre laufen. Genau, und viel Spaß beim Witten.